Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf in Frankreich. Oh, Bay-Lorande, ihr wisst schon Bescheid. Mit den Hirschen einen wunderschönen guten Abend an Benjamin, Bernie, Werner, Micha, Tom, Michael und Sascha. Hallo. 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 So, wir haben keine Ahnung, also davon eine ganze Menge. Ich guck mal in den Shop, aber zu kaufen gibt es nichts Richtiges, ne? Die ganzen, was wollen die mit den Baumwollmodulen hier? Baumwollernten? Miststreuer brauchen wir auch nicht. So viel Mist haben wir nicht. Nö, nichts Sinnvolles. Dann müssen wir einmal gucken. Wie gesagt, liebe Zuschauer, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Wir müssen das einmal komplett uns angucken, was zu tun ist. Gucken wir unsere eigenen Felder. Die sind hier. Sieht gut aus. Sieht gut aus, sagst du? Mähen auf alle Fälle. Feld 38. Ja, aber ansonsten haben wir aber nichts ready. 41, nee. 41 muss gedüngt werden, oder? Wir müssen irgendwann diesen Schandfleck der 39, die eigentlich. Wir müssen fast überlegen, ob wir die Untergrube, damit das nicht immer noch auffällt. Aber die ist ja bald erntereif, das ist ja nicht mehr so lange hin eigentlich, ne? Nee. Was heißt, ich könnte jetzt zwischenzeitlich auf 47 den Seeauftrag machen. Wachstumsphase 4 von 4? Futter? Was heißt das? Wachstumsphase 4 von 4? Ja, springen wir, laufen wir zur 39. Ja, wenn du es jetzt häckselst, hast du nur Futter, weil das Sorghumhirse halt noch nicht reif ist. Aha, okay. Faszinierend. Dann, als nächstes wird es dann orange. Oder gelb, oder erntereif auf jeden Fall. Aha. Aber das mit den mit 4 von 4 Futter, das ist immer ein Mod, oder? Ja. Ah, okay. Gut, nee, also da wir machen wir nichts. So, also jetzt kann auf jeden Fall gemäht werden, ja. Ansonsten werden wir wahrscheinlich in den Aufträgen hantieren, ne? Wir haben einen Grubberauftrag, den können wir hier nochmal. Nehmen wir den mit Traktor an. Guck mal, da gibt es einen neuen RX. Und wir haben genau den Seeauftrag. Auf der 11 hätten wir noch. Oh, ein paar Sachen sind doch noch da. Ah, den Ernteauftrag. Hört sich doch gut an. Sojabohnen auf 9. Machen wir den Ernteauftrag, aber machen mit unserem Zeug, oder? Ja. Ja, natürlich. Oh, das ist ja nicht mehr ein kleines Feld. So, habe ich akzeptiert. Ich würde sagen, wo ist er hick, ne? Haben wir einen großen Grubber? Einen sinnvollen? Ja, haben wir hier, ne? Komm. Dann können wir den. Können wir den ja auch annehmen ohne irgendwas? Haben wir eine große Spritze? Ja, eine Spritze haben wir auch. Dann könnten wir ja die beiden Aufträge auch annehmen: die 6 und die 20. So. Ihr werdet jetzt mal hier richtig loslegen. Also, ich nehme an und ihr macht, ne? Verstehe. So der Plan. Ja, doch. Was gibt es denn da zu verstehen? Ja, eben. Das kann man gar nicht verstehen. Das kann man überhaupt nicht verstehen. Guck mal, ich höre doch schon die Motoren. Das geht doch schon los hier. Ist halt mir das Ding gedacht? Los? Ah, weißt du, was dann nicht mehr in Deutz. Oh, guck mal, da steht er noch drin. Wer fährt denn ab beim Dreschen? Ich würde das machen. Ja, du kriegst gleich einen Kipper. Oder welchen willst du? Bringst du mir dann das Schneidwerk mit? Soll ich machen? Ja, kann ich dir mitbringen. Das ist jetzt der ganz langsame Schlepper, den du da hast. Ja, den würde ich noch tauschen. Aber der holt dich ein, du bist noch langsamer, Werner. Ja, deswegen fahre ich ja schon mal los. Ja, pass auf, dann fahre ich einfach mal mit dem langsamen Schlepper hinterher. Und ja, Kipper kann ich ja gleich sonst noch einen anderen mitnehmen. Und wo muss er denn hin, Werner? Ich fahre hinter dir her, ja? 9. Wollt ihr 2 Kipper oder bloß 1? Sonst würde ich euch mit 2 Kippern aufkommen, dann kannst du einen haben, Mario, dann. Ja, von mir aus zum 9. Wie weit ist denn das weg von dem Zielpunkt? Da müssen wir mal nachher gucken, ob der langsame ausreicht. Aber wahrscheinlich reicht der aus.
macht aber, was heißt der langsam? Der fährt 32, Micha, sag mal. Ja, bergab mit Rückenwind. War mal berghoch. Werner. Das ist gemütliches Fahren hier. Bist du vorbei? Nee, ich fahre schön hinter dir her. Fahr du mal wieder hier zurück. Ich guck mal eben, wo die 9 ist währenddessen. Und vor allen Dingen, wo wir dann damit nachher hin müssen. Genau drüber. Die 9 ist ja... Die Verkaufsstelle ist gleich drüber. Okay, das ist ja super. Hat er wieder Glück. Da, wenn ich war's. Ja, ich muss nicht über die ganze Karte fahren. Man muss die Aufträge einfach nur clever annehmen. Da habe ich natürlich nachgeguckt, ne? Le Jardin de Famille. Wer stellt sich da jetzt direkt vor dem Micha? Ich muss noch mein Gerät sauber machen, bevor ich aufs Feld gehe. Ja, genau. Ui. So, dann weiß ich, wo es hingeht. Und mir wird tatsächlich ein Kipper hochgebracht, habe ich gehört. Ja. Ach, hervorragend. Na, so wollte ich das haben. Wenn der diese komische Säule hier in der Mitte von der Scheibe nicht hätte, ne, dann wäre das eigentlich gar kein schlechter Traktor. Der sieht schon, so verkehrt ist der gar nicht. Nee, nur langsam. Ja, das langsam geht auch noch. Ach, guck mal, ich habe ein Schneidwerk da hinten dabei. Wie praktisch. Ich habe nämlich keins dabei. Ja, das ist doch super. Da ergänzen wir uns doch hervorragend. Mal gucken, ob wir hier nicht Schneidwerk abfahren, wenn wir hier über die Brücke fahren. Oh. Wir wären aber hier mitten durch Frankreich mit so einem... Ich weiß gar nicht, wie das gedacht gewesen wäre. Das war ja so ein großer Drescher, der da in dem Auftrag dabei war. Wie will man denn mit so einem großen Schneidwerk hier durchkommen? Wohnen wir jetzt zu 9, oder? Ja. Wo auch immer Werner hinfährt. Ich folge euch unauffällig. Ich fahre hier mal hoch. Aber kommen wir hier nicht besser lang? Ach ne, wir müssen da hinten hoch, das stimmt. Oh, ich fahre hier, aber der Werner ist nicht so schnell. Ich fahre hier nur eine kleine Ehrenrunde. Man muss ja auch mit so einem Schneidwerk umgehen können, ne? Guck dir das an. Und der Werner, schnell ernten, es regnet bald. Der Werner gedacht, er hätte mich abgehängt, aber da bin ich schon wieder. Hast du gehört, Werner, wir müssen schnell ernten. Also ich weiß, wir dreschen schon mal nichts zu Vierfachkarten. Was denn? Ja, machen wir ein Automatisierungsprojekt auf einer 16-Fach-Karte mit. Das kommt nur auf die Anzahl der Drescher an, Werner. Aber es nützt aber auch nichts, wenn dann 16 Drescher nicht ankommen. Ah ja. Wieso bist du jetzt stehen geblieben? War da ein Reh auf der Straße, oder? Nee, ich wollte auf die Karte gucken. Ach so. Weißt du, so plötzlich im Straßenverkehr. Werner, da kriege ich meine Mitschuld, ne? Wenn man plötzlich ohne ersichtlichen Grund im Straßenverkehr anhält. Ja, aber sag mal, hier hätten wir doch jetzt aber doch abbiegen müssen, oder? Ich fahr mal hier hoch, Werner. Man muss ja auch andere Wege mal gehen, ne? Aber du brauchst das Schneidwerk, ne? Ich hab weg da! Ja, bin da sofort weg. Ja, kommt drauf an, welche Seite der Norden man will. Also ich bin hier auf einer Seite, wo man schön Platz hat für den Drescher, um das Schneidwerk anzuhängen. Ja. Ich komme mal zu dir rübergefahren. Wahrscheinlich schneller.
das Schneidwerk war noch da. Ist erst noch da. Guck mal, da ist er ja. Guck mal, Werner. Direkt hier vor die Nase gesetzt. Ist das großartig? Ha? Hast du schon mal so einen tollen Schneidwerkszufahrer gehabt? Nein. Denke auch. Danke für den Kipper. Bitte? Ach, warte mal. Wolltest du mir keinen größeren gönnen? Oder willst du einen großen? Frech, ey. Frech. Nee, fahr du mal mit meinem schönen John Deere durch die Gegend und dem schönen Kipper. Ach, guck mal. Ich hatte die Schläuche gar nicht angebunden hier. Und der ist trotzdem schnell gefahren. Guck mal, das ist nämlich der Vorteil an dem John Deere. Der fährt trotzdem schnell. Also, schnell. Ach, den kann man gar nicht anschließen. Guck mal, der hat gar keine Luftschläuche. Gar keine Luftdruckanschlüsse. Nee, bei dem geht das nicht. Ja, weil er sie nicht hat. Aber braucht der, dieser kleine Kipper eigentlich auch nicht, weil der ja eine Auflaufbremse auch hat. Ach doch, aber braucht der zum Kippen? Da muss ich. Pass mal auf, da muss ich aber kräftig reinpusten. Um die hochzudrücken. Nee, das die ist so. Blume will ich sehen. Da ist so eine Handpumpe dran, Mario. Genau. Ist das Hydraulik oder Pneumatik? Bei den. Weiß das jemand? Die Kippzylinder? Hydraulik, okay. Ja. Wieso stehen wir denn jetzt hier mit zweien? Ich glaube, das brauchen wir nicht, oder? Okay, zum Abfahren? Kommst du jetzt? Warst du jetzt hier zum Abfahren mit dabei? Ja. Nee, hol dir mal den Grubber. Ich hab den neuen R extra stehen lassen für den Grubber. Weil wir eine Grubber-Mission haben, eine große. Also ich sag mal so, den Werner, den kann ich ganz entspannt hier alleine abfahren. Da brauche ich keine Hilfe. Ich nehme den anderen Kipper wieder mit. Ja, mach das. Ne, Werner, das kriegen wir zwei schon hin, oder? Ja. Oh, ich glaube, wir werden diese heute auch nicht viel anderes tun, wenn ich das Feld hier so sehe. Deswegen habe ich kurzfristig mal schnell was verändert. Ach, guck mal, Soja. Ganz ehrlich, da kann ich mich, da kann Werner ja locker einmal ums Feld rumfahren, oder? Stimmt. Ja, dann lass ich den nochmal hier stehen erstmal. Bitte? Gute Frage. Ich guck gleich. Ich weiß nicht, was wir schon alles haben. Das ist schon wieder zu lang her. Oha. Möchte einer Kartoffel legen? Interessante Mission. Auf keinen Fall. Kommt aufs Feld drauf. Und aufs Gerät. Feld 32. Ist das nicht das, wo wir abgeendet haben? Das ist hier, das an dem, also nicht weit von unserem Feld 35 da oben, fährt der Benny gerade entlang, glaube ich. Ah, 32, da Kartoffeln legen. Ja, das ist schon nicht. Da ist ein bisschen beschäftigt. Ja, das denke ich nämlich auch. Sag mal, was haben wir denn für eine Sämaschine? Haben wir eine Einzelkorn-Sämaschine? Nee, ich meine nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, hier haben wir die. Doch, wir haben ja Einzelkorn. Doch, ja. Haben wir. Die ist auch gar nicht verkehrt. Dann könnten wir. Ja, das ist wirklich ganz gut, weil dann könnten wir diesen Lohnauftrag hier annehmen, die 11 säen. Da ist ja die Lemken wäre ja dabei für Zuckerrüben. Aber ich glaube, das könnten wir mit unserer eigenen schon eher machen, oder? Micha! Gesehen, Benny, Fahrer ja. Der fährt ja. Eindeutig.
So. Aber hier ist ein schöner Traktor, ne? Der ist super. Weil bloß noch eine Gruppe. Guck mal hier, ja, der steht da vorne. Jo. Hatten wir nicht ein Gewicht für den John Deere? Nö. Also wir haben noch Gewichte genug, oder? Ja. Ich hab gedacht, es gibt eins in der passenden Farbe. Ah, dann nimm hier schwarzes, das passt zu allen. Meint ihr, der kleine MF nimmt die 6 Meter Sämaschine mit? Ja, ne? Ob es funktioniert, ist die andere Frage. Wir haben auch noch, ich glaube, die braucht 150 PS, oder? Beim Händler haben wir auch noch einen Traktor stehen, ne? Echt? Was für ein Traktor haben wir beim Händler stehen? Ich sehe nur gerade auf der Karte, dass da einer steht. Also, steht da der Klaus vielleicht dort? Den habe ich vorher nämlich die ganze Zeit gesucht. Der Axion? Ja, ist ein Axion 800. Ja, der da steht. Der könnte es wahrscheinlich auch. Werner, du meldest dich bei mir, wenn du da nochmal abgetankt hast, ne? Ich bin gerade bei 26%. Ja, ja, dich. Sag einfach, wenn du da das Feld einmal rum bist oder so, dann würde ich nochmal dazu stoßen. Kann man eigentlich jetzt ohne, doch man kann aber ohne Dünger ansäen, oder? Eine Mission? Ja, ja. Achso, guck mal, vielleicht mal die eigenen Felder machen. Ne? Feld 11. Zuckerrüben. Haben wir Saatgut noch hier? Ist da hinten Saatgut? Steht nur was auf dem Hof hier. Ich glaube, Saatgut aber steht oben, ja. Aber der Vorteil wäre, wenn wir die Seeauftrag mit Kartoffeln machen, wir könnten unsere eigenen Kartoffeln hernehmen. Sparen wir uns das teure Saatgut. Also Tom, wenn das so, wenn du so diesen inneren Drang hast, ne, wenn es dich einfach nicht loslässt, wenn du dieses Verlangen danach hast, ne, dann nimm dir halt das Bier und lass den blöden Auftrag liegen. Nein, dann, wenn du das gerne machen möchtest, dann darfst du natürlich die 32 machen. Also jeder soll hier machen, was er gerne macht. Viel Spaß. Mario flügt. Ja, genau. Von Flügen bin ich auch erstmal ab. Guck mal, die 11. Das ist großartig, Werner. Ich habe einen Auftrag genommen, der direkt neben unserem Auftrag da oben ist. Prima. Komm auf der 11 noch Zuckerrüben ansehen. Haben wir einen Wender? Ich glaub nicht. Tom, du hast doch zwei gesunde Hände, oder? Ich tue gerade mähen. Einfach mal. Danach kannst du der Wender sein. Richtig. Ja, ja. Du darfst nur nicht der Wendler sein. Das geht dann nicht. Ja. Als Kinder haben wir uns immer gefreut, wenn das Gras geschnitten wurde. Weil da durften wir halt drin rumtoben, ne? Und das ist. Ohne Quatsch, da haben wir immer das Gras so hochgeschmissen und da haben wir uns immer gewundert, warum es denn keiner. Und dann, wenn dann der Bauer vorbeikam, haben wir uns immer versteckt. Aber der hat sich bestimmt gefreut. Guck mal, die Kinder, die machen das Gras schön trocken. Ja. Freue ich mir schon wieder ein bisschen Arbeit. Ja. Habe ich einen halben Meter, den ich nicht überfahren muss. Ja, genau. Also wir hatten, ich weiß, in meiner Kindheit, wir hatten schon noch richtig Respekt, aber wir haben auch beigebracht bekommen, dass das halt ein Gut ist, was da auf dem Feld steht und dass das einen Wert hat. Heutzutage, ganz ehrlich, wir haben zwar auch Maisfelder benutzt als Labyrinthe, aber wir haben halt nichts abgebrochen. Wir sind da durchgelaufen, durch die Reihen, da sagt ja auch keiner was, aber heutzutage ist es ja eher dass da wirklich Schaden entsteht. Was sagt ihr denn zu dem... Nee, da mache sich... Ja? Die meisten machen sich darüber auch keine Gedanken. Ich sehe das auch bei uns. Es ist halt Urlaubsregion, wenn da irgendwelche Städter daherkommen. Die machen sich da keine Gedanken. Die laufen durch das hohe Gras durch. Die lassen ihre Hunde da rein...
renne und ihr Geschäft verrichte, ja, macht sich keiner einen Kopf drüber. Ja, dass das einfach Tierfutter ist und dass das gebraucht wird. Aber. Ja. Ja. Liebe Städter, wenn ihr das hier seht, dann stellt euch doch mal vor, jemand würde kommen mit seinem Hund und würde den auf der Schüssel von eurem Hund einfach mal machen lassen. Also ein Häufchen in die Hundeschüssel rein. Na, wie schön wäre das? Ich glaube, das haben wir hingekriegt. Wir haben ein Bild gezeichnet. Ja, Hammer geklärt. Lehrauftrag für heute erfüllt. Ja. Wir machen das nie wieder. Also zumindest die, die hier zuhören. Aber es ist auch so, dass die, die hier zuhören, ja meistens sehr sich schon Gedanken drüber machen. Ja, ich meine, viele wissen es einfach auch nicht. Woher? Ja. Es sagt ihnen keiner, woher soll es es wissen? Ich meine, das ist keine Schulbildung, die man beigebracht kriegt. Also, ja. Also Aufruf noch an oftmals Unwissenheit. Das ist so. Ja, also, viele Städte, genau, wenn die das erste Mal so um Reiten gehen, die stöhnen ja auch. Die können sich ja auch nicht vorstellen, dass ein Tier, was mit Heu gefüttert ist, so hart sein kann. Ja. Wir sind ja auch nicht lila. Was? Seit wann? Ich kenn das nicht anders. Lila? Also bei uns sind die braun. Wahrscheinlich ist bei euch ja noch eine Glocke um. Ja. Die Leitkuh. Nicht nur die Leitkuh. Ah. Ich finde es bei mir gerade schön, so hinten, bei mir hinterm Garten ist gleich eine Kuhweide. Nämlich. Das ist super im Sommer. Das geht jetzt dann bald wieder los, denke ich mal. Der treibt jeden Tag, jeden Früh aus. Und treibt am Abend wieder ein. Ist aber auch selten geworden, oder? Ja, mei, der Landwirt, ja, der hat vor ein paar Jahren komplett auf Bio umgestellt. Und der hat gesagt, der treibt halt jetzt nach dem Melken in der Früh, treibt er aus. Und am Abend holt er sie wieder rein und melkt sie das nächste Mal. Ja. Bio-Freiland-Kühe. Also bei meinem Onkel sind die auch noch im Freiland, also die kommen ja, aber das ist halt direkt am Stall anschließend. Da muss nichts, ja, getrieben, also, werden, ne? Es ist, ja, also das kenne ich auch da bei meiner Freundin da, der Nachbar, der macht das auch so. Der hat auch gleich Angrenzen am Stall, also die kommen in der Früh, dann können rausgehen und können aber wieder reingehen. Ja, ja. Das geht auch. So, ich glaube, ich hoffe, ich habe hier richtig. Es gibt hier zwei Punkte, ne? Aber es sieht aus. Oder? Erschüttet. Wir kriegen kein Geld. Es sieht aus, als würde es dem Lohnauftrag gut geschrieben. Aber das Witzige ist ja, er kippt hier ab, obwohl kein Hydraulikschlauch angeschlossen ist, ne? Aber ich kann halt auch kein Öl da reindrücken. Also mit. Also Luft, das geht halt auch nicht. Gibt's doch. Er schließt halt die Hydraulik kurz an der Abladestelle an. Ja. Jetzt bestimmt eine Hydraulikpumpe. Am Abladepunkt. Gab's sowas? Oder gibt's? Ne, das glaube ich nicht, ne? Nee. Die, aber sag mal ganz ehrlich, die Hydraulik müsst ihr doch eigentlich auch haben, oder? Haben die doch immer gehabt, ne? Sascha, verfahren? Ja, ich habe wieder extreme Rohblock gehabt. Obwohl der JD, der hat jetzt wirklich, also der hat offensichtlich wirklich keine Hydraulikanschlüsse. Aber der hat doch selber eine Hydraulik, die Dreipunktaufnahme ist doch auch Hydraulik. Da müssen die doch eigentlich auch einen Hydraulikanschluss haben, oder nicht? Normalerweise schon. Hm. Also in der Realität hat er bestimmt einen. Ich würde auch da sagen. Da ist bestimmt ein versteckter Anschluss. Ein einziges Schlauchstück. Ja. Und, ich denke eher, dass da vielleicht derjenige, der diesen John Deere gemoddet hat, nicht weiß, dass die Hydraulikanschlüsse haben.
unmöglich sein. Werner, wie viel hast du drin? Wie viel habe ich dir gerade abgeladen, weil der Hänger war jetzt voll? Ich bin jetzt bei 27%. Oh, die nehmen wir jetzt auf der Rücktourner eben mit. Dann hast du die schon mal weg. Und dann kannst du in Ruhe hier hoch und runter fahren. Was hältst du davon? Immer. Dann guck ich hier so ein bisschen zu beim Sonnenaufgang. Das sieht ja auch noch gut aus hier. Guck dir da an, der Werner, wie der den Topliner hier um die Ecke driftet, ey. Das kannst machen du auch machen. Ich hab eine Frage. Macht mir Gras, Heu oder Silage aus unserem Gras? Also Heu haben wir, glaub ich, noch hier an der Seite stehen, neben dem Strohhaufen. Das sind nur ein paar, ich glaube 5 oder 6 Ballen, glaube ich. Aber die Schafe nehmen ja beides, Gras und Heu. Ja, aber das reicht auf alle Fälle noch. Und ich glaube, wir haben, glaube ich, irgendwo noch Gras, glaube ich, auch noch rumliegen. Ja, die Schafe nehmen bloß Gras. Nein, Gras und Heu. Oh, okay. Nee, nehmen wir auch. Was ist denn das da hinten? Oh, ich hoffe, ich komme mal hier hin mit den. Mit den Zucker rüber, aber die nehmen eigentlich nicht viel, ne? Boah, obwohl, das ist schon auch kein kleines Feld hier. Ist immer noch die Frage, Gras, Heu oder Silage? Tom. Ja? Was meinst du denn, was sinnvoll wäre? Da haben wir, also ich würde sagen, Silage haben wir aktuell keinen Bedarf. Es sei denn, wir wollen es verkaufen. Haben wir denn überhaupt einen Wickler? Wir haben ja nebenher einen Wender. Ja gut, ein Wender ist ja jetzt nicht das Problem. Ja, ja. Ein Wender kostet ja quasi nichts. Das können wir uns leisten. Ja, ja. Wir den halt doch einfach Gras draus machen, oder? Haben wir nicht noch genug Gras? Ich überlege gerade, wo wir das eingelagert hätten. Also in Ballenform hätten wir nichts mehr da. Da ist bloß noch ein kleiner. Nee, dann, also dann mach entweder Gras oder Heu für die Schafe. Wenn wir es stapeln wollen, dann können wir natürlich besser Heu machen. Also eingelagert haben wir es nirgendwo. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwo eingelagert haben. Nee, wir haben ja noch. Also lagertechnisch ja. Nicht. Also das Gras ist das letzte Mal von der einen Wiese haben wir in den kleinen Ballen gemacht und die haben wir ja vorne hingelegt bei den Schafen. Ja. Und die Heuballen, die wo da liegen, das sind die von den letzten zwei Mal, wo wir die Ballenmission gemacht haben. Die haben wir übrig behalten nämlich. Dann kaufe ich mal einen Wender. Oder machst du das, Mario? Kann ich machen. Warte, bin gleich auf der Bahn hier runter, dann kann ich einen Wender kaufen. Boah, das ist wirklich, wenn du bei VCA, das habe ich immer noch, wenn ich die Linie nicht anzeigen lasse, dann nimmt ihr die falsche Bahn. Habt ihr das auch? Ich habe ja gerne die Linien aus, weil ich die eigentlich nicht brauche. Ich fahre eigentlich immer mit Linien. Ja, ich mach die eigentlich gerne aus, weil das dann irgendwie schöner aussieht. Und dann denke ich, ich brauche es ja eigentlich auch nicht. Aber jetzt machen wir so, falls inaktiv. Wir gucken mal, ob das hinhaut. So, ein Wender. Ich kaufe uns einen Wender. Pass auf, das wird ein super toller Wender. Das Beste, was ihr je gesehen habt. Sag mal, gibt es da nichts im Gebrauchtwagenmarkt? Nee. Heute sind irgendwie noch keine Schnäppchen dabei. Dünger haben wir auf dem Hof auch nicht mehr, ne? Nehmen wir den Farnex. Also so Preis-Leistung ist da, glaube ich, am besten, ne? 9 Meter, also kommen wir doch dicke mit hin, oder? Ja, ich hab's in Schwarterblau gemacht. Ich glaube, das ist da der kleine. Ja, sollte reichen. Ja, aber für später, also ich glaube, den 9 Meter, wir brauchen jetzt nicht den großen Pöttinger mit den 17 Metern. Nee, das nicht. Dann nehmen wir den Farnex, den 904, den Vicon. Da
Das ist so eine schöne Variante. Ich kaufe den mal, ne? Mhm. So. Jupp. Ach, jetzt steht der wirklich da vorne. Ich krieg einen Vogel. Sag mal, was ist denn das für ein Mod, der die ganze Zeit anzeigt, wie viel Prozent wir bei den Missionen haben? Es ist mit einem Patch Gamer. Das was? Kommt mit einem Patch. Ja. Das kommt mit einem Patch. Das wird jetzt jedes Mal angezeigt. Ja, Patch. Kann man das irgendwo ausschalten? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Oh, wie schlecht ist das denn? Das ist ja, geradezu nervig. Ja, oder? Das ist ein bisschen too much, oder? Ja, das kommt drauf an, wenn so viele Missionen auf einmal gemacht werden. Definitiv, aber ansonsten finde ich das eigentlich schon mal interessant. Das Einzige, wo mich tatsächlich ein bisschen ärgert, ist, wenn man auf Schwierigkeitsgrad schwer spielt, also wenigstens habe ich das bis jetzt so rausgefunden, kriegt man es fürs Dreschen nur noch 80% statt 84%. Oder war das davor schon? Auch sonst. Nee, ist generell nur noch 80%. Ja. Boah. Egal welche Stufe. Achso, das auch noch. Ja. Oh. Ja. Auf jeder Stufe 4% weniger. Und an der Menge von den Bäumen haben sie auch gedreht nach unten. Echt? Also bauen wir jetzt an. Oh ja, ich habe erstmal ich habe erstmal ausgerechnet bei den Fichten, was ausgewachsene Fichten gibt. Also momentan, also jetzt nach dem Patch, kriege ich jetzt gerade mal nur für so 3.500 pro Baum. Nee, für den ganzen Baum? Doch. Für den ganzen Baum, also das war, ich habe einen Test gemacht in allen Längen, da war 7 Meter mit 3.533 Euro und 6 Meter mit 3.549 Euro. Ja. Und an der Menge und an der Menge vom Baum haben sie auch geändert. Sonst waren es immer, also wo ich es ins Sägewerk gefahren habe, so 8000 Liter pro Baum. Und ich glaube, das sind jetzt bestimmt bloß nur 6000 circa. Also 2000 Liter weniger bestimmt. Das heißt also weniger Hackschnitze und weniger Ertrag? Ja. Haben die denn das auch bei, hast du das bei Kiefern gegengecheckt? Nee, bei Kiefern noch nicht. Ich habe bis jetzt immer bloß Fichten gemacht. Aber bei Kiefern habe ich es jetzt noch gar nicht getestet. Ich habe es jetzt bloß bei. Mir ist es bloß nach dem Patch eben aufgefallen. Ja. Weil wir halt unser tägliches Projekt haben. Eigentlich rentiert sich's fast gar nicht mehr. Boah, das werde ich im Feldversuch mal gegenchecken müssen. Ja. Also ich habe es bei den Fichten schon ausprobiert. Auf jeden Fall sind die Preise kräftig nach unten gegangen, ja. Bitter. Ja, wusste ich noch gar nicht. Guck mal, hab ich nicht drauf geachtet. Stand das in den Patch Notes? Vielleicht hätte ich sie mal lesen sollen. Ganz. Zufall. Das war das schon mal drin. Okay. Apropos Zufall, haben wir zufällig im Schwade? Wieso? Ja, wenn wir wenden, dann machen wir wieder einen Schwader, das stimmt. Das ist ein Schwader. Richtiger. Wahrscheinlich. Also, wir haben keinen Schwader. Ich gehe gleich einkaufen. Alles klar, ich postiere mich beim Shop. Ich glaube, dass man nicht mehr einen braucht. Ne? Der darf nicht über 9.576 Euro kosten, weil sonst sind wir unter 1 Million und dann heißt es von Mario wieder, wir dürfen nicht vorher gehen. Ja, genau so, genau so ist das. Das ist genau, das hast du genau richtig erkannt. Dann haben wir das Spiel wieder verloren. Ja. Verdammt. Also, nee, wir machen keine 62.000 Euro, das geht ja auch kleiner hier. Warte mal. Was haben wir denn hier? 4,5 Meter. Hier, 8,4 Meter. Der Samasch. Für 19.500 Euro. Die kriegen wir rausgearbeitet, oder? Bin auf dem Weg. Ja, 10.000, glaube ich, kriegen wir raus. Und das ist auch mit zwei Seiten. Ja, was ist der? Der ist irgendwie im ganzen Spiel irgendwie vom Preis-Leistung her am besten, finde ich. Ich würde auch sagen, der ist ganz gut. Bitte. Viel Spaß damit. Der Grüne? Ja. So, uns geht halt nicht so gut, Freunde. Oh Gott. Ja,
Wenn ja bloß nur 6.000. Und immer so schlimm. Ich hab das Gefühl, der hat einfach drauf gewartet. Boah, nee, aber das mit der Anzeige von den Lonis, da ist nochmal, hoffen wir mal, dass das nochmal nachjustiert wird. Ja, also zumindest die Menge Anmeldungen, die ist schon arg übertrieben. Ja. Es geht ja reiche, wenn alle 25% was angezeigt wird. Aber 10% ist echt nicht. Ja, irgendwie sowas. Also nein, mir täte es auch reichen, wenn die alle 25% angezeigt würden. Ja, ich finde es vielleicht am Anfang ein bisschen nervig, aber wenn man zum Beispiel so ein Projekt startet, wo man alleine ist mit sehr vielen Helfern und dann am Anfang Missionen macht, glaube ich, ist das nicht mehr verkehrt, wenn es zum Schluss wenigstens so alle 10, also so 80, 90, ja, 100, genau, sowas. Genau, das fände ich ja noch okay, aber selbst dann, eigentlich ist das eine Angabe, die muss man ausschalten. Das hat mich noch nie interessiert, wie weit man ist. Das kann man auch nachgucken. Also dann wäre mir lieber so eine dauerhafte Anzeige der Mission, die man angenommen hat, dass die mit so einem kleinen Balken an der rechten Seite angezeigt wird, mit so einem kleinen Fensterchen, weißt du? Aber nicht, ja, aber wenn wir hier 12 oder 20 Aufträge haben. Ja, aber wenn du so ein kleines Fenster hast, wo einfach nur die Zahl dran steht und der Balken, also Feld, da gibt's Zahl sogar, und der... Einen Mod dafür. Da also gibt es einen Mod, der zeigt dir den Fortschritt von den Missionen an. Das wird dann oben bei dem, da wo das Geld dran steht, neben der Wetteranzeige, ist das so Balken. Das kann man aber auch dann einschalten, dann bloß in Prozent, glaube ich, anzeigen lassen und mit so einem Fortschrittsbalken. Ja. Michael, den hat, glaube ich, der Randy vorgestellt. Ich habe 9 Meter eingestellt. Das stört mich nicht. Jo, 9 Meter. Also ich fände, das wäre... ich finde ja sowieso... Es gibt eigentlich fast so viele Anzeigen immer wieder, die das kriegst du ja auf dem Feld auch nicht. Wenn du als Landwirt auf dem Feld unterwegs bist, das zeigt ja auch keiner, du hast 30% vom Feld fertig. Doch. Nicht mit dem GPS, da kriegst du doch alles angezeigt. Ja, da mag das aber. Ganz ehrlich, dann wäre mir aber lieber, wenn Giants GPS jetzt mit reinnimmt, als so eine Anzeige da oben in der Ecke. Das ist wohl wahr. Ja, vielleicht kennst du ja noch. Ja, vielleicht. Ich mag ja hier diesen kleinen Massey Ferguson, der quasi wie der Freie sich so eine flache Schnauze nach unten hat. Das ist kein schlechter Traktor. Obwohl ich sehe gerade, er kämpft doch ein bisschen mit der Sämaschine. Die Reifen drehen doch so zwischendurch ein bisschen durch. Aber er macht's. Echt, hat jemand wirklich eine Kartoffelsee-Mission angenommen? Ja, der Tom zieht das durch, da ist der Knaller. Da macht er auch und keine Gefangenen. Für 12.000 Euro, sondern nur für die 9.000. So. Oh nein. Aber echt. Was? Ich hab's akustisch nicht verstanden, Entschuldigung. Kannst Feld 32 hast du eine Mission, Kartoffelseen für 12.000? Und du hast ja nur die kleine Mission genommen. Ich habe gar keine angenommen. Die Mission war schon da. Die war noch da. Die waren schon da. Welche Missionen waren da? Kartoffeln ansehen. Also ich habe keine Mission angenommen. Auf der 21? Also heute habe ich sie nicht angenommen. Aber ich will meine Hand nicht dafür freilegen, wie ich beim letzten Mal nicht gemacht habe. Ich. Mario, weißt du, was du immer machst? Kartoffeln vorher legen? Geht's hier nicht runter. Vorher geht's hier nicht runter, bevor ich Kartoffeln gelegt habe. Puh. Wir haben ja noch gar nicht festgelegt, dass ich es war. Vielleicht war ich es ja gar nicht. Na doch, so wie du es gesagt hast. So wie du es gesagt hast, genau.
Er kämpft der Kleine. Aber der zieht's durch. Werner, wie sieht das bei dir aus? 59%. Ah, dann kommst du noch. Liter. Dann kommst du noch einmal runter, ne? Ja. Was heißt denn Oha? Das höre ich nicht so gerne, ne? Mario, du weißt doch, wenn Männer bei der Arbeit fluchen, ist alles in Ordnung. Nur so ein ganz kleines, leises Ups, dann bricht die Katastrophe aus. Deswegen sag ich ja, Oha ist eher Ups. Kennt ihr die Szene bei Independence Day? Wo der Will Smith sagt, ups. Und der. Ja, ganz genau. Wie heißt da der Schauspieler, der daneben gesessen hat? Chef Goldblum. Ja, der Goldblum sagt, wir müssen dringend an unserer Kommunikation arbeiten. Ah, schön. Aber, wisst ihr, wir machen jetzt Feiern. Sag mal, das ist nicht wahr, oder? Doch. Habe ich jetzt wirklich 40 Minuten die Nummer hier laufen lassen? Das ist ja völlig irre. Was, wieso sagt mir denn keiner was? 40 Minuten eine Folge, das ist ja fast Spielfilmlänge, also Serienlänge. Liebe Zuschauer, wir schmeißen euch jetzt raus. Das ist ja nicht zu glauben. Guck mal, so schnell vergeht die Zeit, hätte ich echt nicht gedacht. Krass. Ja, wer hat denn die Stoppuhr liegen? Du oder wir? Ja, was heißt Stoppuhr liegen? Ich muss da immer hier unter den Aufnahmeprogrammen reingucken, wie viel wir da haben. Da gucke ich ja auch nicht ständig drauf. Ich spiele ja hier, ne? Ja, meine Lieben, wir schmeißen euch raus für heute. Und falls euch das gefallen hat, dann schaltet natürlich gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, die Hirsche goes crazy auf der Obelorande in Südfrankreich an der. Wie sagte ein Comedian so schön, riv, südfranzösische Mittelmeerküste. Wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und auch von mir alles Gute, bye bye und ade.